Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, wer es bis hierher geschafft hat, der hat sich durch den Titel nicht abschrecken lassen. Rinderzunge ist nicht jedermanns Sache. Die, die das Video jetzt sehen, kennen das wahrscheinlich oder sind neugierig geworden. Ja, wir machen heute die Rinderzunge als Ragout. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Heute soll es bei uns Zungenragout geben. Dafür haben wir schon vor einer Woche eine frische Rinderzunge gepökelt. Und zwar haben wir die Rinderzunge eingelegt. Wir haben 1 Liter Wasser aufgekocht, 5 Esslöffel Pökelsalz reingetan, 1 Esslöffel Zucker, ungefähr 1 Teelöffel voll Pfefferkörner, 2 Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter. Ja, das war's. Das Ganze aufgekocht, den Sud abkühlen lassen und dann haben wir unsere Rinderzunge darin eingelegt, in so einem Beutel eingeschweißt und dann durfte sie eine Woche im Kühlschrank schlummern. Nun haben wir sie wieder rausgeholt. Jetzt soll sie gekocht werden. Dafür habe ich 1 Bund Suppengemüse geputzt, 2 Zwiebeln und 1 Knoblauchzehe. Sie wird nun in reichlich Wasser gekocht. Mindestens 2,5 Stunden, eher länger. So, unsere Zunge war jetzt 2,5 Stunden im Wasser. Also hat sie gekocht. Wir haben hier eine Schale mit Eiswasser vorbereitet. Da werden wir jetzt die Rinderzunge, wie nennt man das, abschrecken. Genau. Oder wie auch immer, angeblich soll sich dann, sie soll sich besser pellen lassen, dass wir diese Lederhaut hier wegkriegen. Ja, und das werden wir euch dann gleich zeigen, in wenigen Minuten, beziehungsweise in wenigen Sekunden. So, dann schauen wir mal. Es funktioniert. Jetzt werden wir unsere alte Schuhsohle hier mal entpellen. Fühlt sich komisch an, aber egal. Es ist keine Zunge, es ist irgendwas Fleischiges. Sieht auf jeden Fall interessant aus, ne? Schon merkwürdig. Und jetzt wird's heiß. Das erste war gut. Ich habe auch reingeschnitten. Unglaublich. Aber sie lässt sich gut pellen. Funktioniert mit Eiswasser. Ja. Ich mache jetzt weiter, bis ich die ganzen Zippel hier weg habe. Dann sehen wir uns wieder, ne? Genau. Oh, da ist aber ein Anschnitt drin. Ah, das war ich. So, Freunde, bis gleich. So, bevor es zum Ragout geht, hier unsere Zutaten. Da haben wir jetzt unsere gekochte Rinderzunge. Abgezogen mit gespalten hier in der Mitte. Sozusagen eine gespaltene Zunge. 20 Gramm Butter haben wir. Kochsalbe. Dann 2 Esslöffel Mehl. 1 rote Zwiebel. Dann haben wir von der Brühe, wo die Rinderzunge drin waren, 200 Milliliter abgeschöpft. Eine halbe Dose gestückelte Tomaten. Genau, aber ich denke, da könnt ihr auch eine ganze nehmen. Nur wir hatten noch eine halbe über, die muss weg. So, dann haben wir 200 Gramm Champignons. Etwas Rotwein zum Ablöschen nachher. Und Salz und Pfeffer zum Würzen. In einer Pfanne haben wir nun unsere Butter erhitzt. Nun gebe ich unsere rote Zwiebel rein. Die darf etwas anschwitzen. Und dann geht's weiter hier.
Nun geben wir unsere Champignons dazu. Die lassen wir auch so na 1, 2, 3 Minuten. Ich würde eher sagen 5. Auf jeden Fall dürfen sie auch mit anschmoren. Und gleich seid ihr wieder dabei. So, unsere Pilze sind mit angeschmort. Nun gebe ich unser Mehl darüber. Na, war vielleicht noch ein bisschen viel, ne? Mit 2 Esslöffel. Mal gucken. Auf jeden Fall muss es hier schnell gehen, ne? Ja, so ein bisschen. So, jetzt kommt mein Rotwein dazu. Ein bisschen mehr Rotwein. Ich denke, das reicht. Das lassen wir etwas einköcheln. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun gebe ich unsere Tomaten dazu. Und unsere Brühe. Ich denke, die 200 können auch komplett gleich rein. So. Dann würde ich jetzt weitermachen mit unserer Zunge. Da stehe ich im Weg. Entschuldigung. Zack. So. Und das Ganze darf jetzt etwas noch köcheln. Na so 15, 20 Minuten bestimmt. Ja, und dann sehen wir uns auch hier wieder. Ihr Lieben, in der Zwischenzeit haben wir mit Salz und Pfeffer das Ganze abgeschmeckt. Und beim Abschmecken kam mir die Idee, Cranberries. Hier haben wir 50 Gramm getrocknete Cranberries. Cranberries. Naja, die Teile halt, die rühre ich jetzt einfach rein. Ich denke, das gibt dem Ganzen noch ein bisschen... So eine fruchtige Note, denke ich mal, ne? Genau. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. So, nun kommt unsere Kochsahne noch dazu. Dann nehmen wir auch die ganze Flasche. In der Zwischenzeit werde ich nun Wasser erhitzen und unsere Spätzle kochen. Und dann sehen wir uns zum Tellerbild wieder. Bis gleich. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Rinderzunge. Gleich. Einfach lecker. Das Fleisch ist so von der Konsistenz her so wie Leber, sage ich mal, sehr zart. Wir wollen die Rinderzunge, wenn wir sie, die werden wir auf jeden Fall nochmal machen, beim nächsten Mal machen, als Braten machen. In dünne Scheiben geschnitten, Beilage, Klöße, Kartoffeln, Rotkohl etc. Kann man sich ja aussuchen, aber ihr solltet es auf jeden Fall ausprobieren und auch weiter sagen. Also es ist nichts Ekliges an der Sache, ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar über ein Abo, das ihr immer unten rechts machen könnt. Würden wir uns natürlich noch mehr freuen. Und noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Habt noch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Kühnes Kochkanal.